herzlich willkommen zu einem neuen Vlog bei White Grey Home on Tour. Heute möchte ich euch mitnehmen nach Liechtenstein. Wir haben im Herbst 2020 einen kleinen Mini-Roadtrip, ein verlängertes Wochenende durch Liechtenstein gemacht und ich zeige euch, welche Spots und welche Übernachtungsplätze wir besichtigt haben. Wir haben uns die Hauptstadt Vaduz angeguckt. Wir sind um die Burg rum und wir haben in Steeg übernachtet. Unsere Reise begann wie schon des Öfteren letztes Jahr in Bödele. Wir haben wieder auf dem Stellplatz unsere erste Nacht verbracht in der Gemeinde Dornbirn. Nach dem Frühstück sind wir noch ein bisschen durch Dornbirn geschlendert. Wir waren bei Ediths und haben uns noch gegenüber im Café einen Kuchen besorgt, bevor es dann in die Hauptstadt nach Vaduz ging. Dort haben wir einen kleinen Spaziergang durch die fast menschenleere Hauptstadt gemacht und haben die Sehenswürdigkeiten besichtigt, die von außen einsehbar waren. Aufgrund von Corona hatten natürlich sämtliche Museen und Ausstellungsmöglichkeiten geschlossen. Aber die Stadt als solches hat tolle Kunstprojekte und Objekte in der Stadt. Und auch natürlich ist das Parlamentsgebäude ein absolutes Highlight, das ihr euch nicht entgehen lassen solltet. Das Regierungsviertel ist absolut einmalig anzuschauen und den Ausflug auf alle Fälle wert. Für euch zur Orientierung, wir haben hier oben in Bödele gestartet, sind dann morgens nach Dornbirn runter, haben dort noch gebummelt, sind bei Ediths gewesen und in einem Café haben wir uns Kuchen besorgt. Weiter ging die Reise dann bis nach Vaduz. Dort haben wir die Stadt besichtigt und dann nachmittags bis zur Burg Gutenberg. Zur Mittagszeit sind wir zur Burg Gutenberg gewandert und wir haben am Fuße des Berges geparkt auf dem Parkplatz, den ihr wieder über Park von Night findet, und sind über den Weg an der Kirche vorbei Richtung Burg gelaufen. Auch die Kirche ist ein wunderschönes Bauwerk. Und in der Beschilderung, dem Fußweg folgend, kommt ihr zur Burg auf den Berg hoch. Von oben auf dem Berg habt ihr einen fantastischen Ausblick in die Rheinebene und in die Bergregion rund um Liechtenstein. Die Burg hatte leider aufgrund von Corona nicht geöffnet, so dass wir nur die Burganlage anschauen konnten. Aber auch das war auf alle Fälle ein Ausflug dorthin wert. Ihr habt einen herrlichen Weitblick ins Gelände und eine fantastische Weitsicht. Von der Burg Gutenberg sind wir dann zum Gängelesee gefahren über Steeg. Die Fahrt ging weiter ins Gelände hoch nach Steeg und dort haben wir am See unseren Stellplatz bezogen. Ein traumhafter Stellplatz, den wir sicherlich nicht das letzte Mal aufgesucht haben, denn hier ist man fast für sich alleine. Mit einem fantastischen Ausblick vom Bett auf den See habt ihr hier die Möglichkeit, in der Natur frei stehen zu können. Bitte hinterlasst auch hier keinen Abfall oder sonstige Spuren, die euer Campingverhalten zeigen würden. Wir haben uns entlang des Wasserfalls eine Wanderung durchgeführt, hoch in die Berge. Definitiv ein kleiner Spaziergang oder eine kleine Wanderung wert, das Tal hinauszulaufen. Dann ging es für uns noch zurück zum Stellplatz an den See. Und von dort sind wir dann in die andere Richtung in den Ort reingelaufen und haben uns dort ein wenig umgeschaut. Es gibt überall tolle Stillleben und Impressionen zu entdecken. Der Natur sehr nah an diesem Stellplatz. Das Farbenspiel ist einfach fantastisch. Und wie ihr sehen könnt, steht ganz da hinten unser Pössl. Und dort standen wir. Mutterseelen allein in der Natur. Sicherlich nicht das letzte Mal, dass wir diesen Stellplatz aufgesucht haben. Wir haben uns auf den Weg in den Ort reingemacht, in dem es wunderschöne Holzchalets zum Mieten gibt, mit Jacuzzi und allem drum und dran,
in einer fantastischen Bergaussicht. Vorbei an der kleinen Kapelle, bevor es dann zum Abendessen ging. An diesem Abend haben wir uns eine kleine Tanzrunde im Pössl gegönnt und ich kann euch sagen, wir hatten einen Mordsspaß, trotz Corona und dass nichts los war. Also, man muss nicht immer irgendwo hingehen, um Spaß zu haben. Am nächsten Morgen gab es herrlich frisch aufgebackene Brötchen und einen tollen Blick auf die Berge. Zu den Kosten dieses Roadtrips. Wir haben wieder zu Hause vollgetankt. Wir haben am Stellplatz in Bödele 7 Euro bezahlt. Der Stellplatz in Steg war gratis. Der Stellplatz in Bludenz war gratis. Oder der im Brandner Tal ist auch gratis. Und auf dem Rückweg haben wir noch in Konstanz einen Zwischenstopp gemacht für 15 Euro die Nacht. Wir haben uns komplett selbst versorgt, da ja wegen Corona keine Restaurants groß offen hatten. Wir haben zu Hause eingekauft und unterwegs haben wir nur Brötchen vom Bäcker geholt. Ihr seht, wieder ein sehr günstiger Roadtrip für 21 Euro. Dieses Video ist Teil 1 unserer Liechtenstein Roadtrips gewesen. Wir starten in Teil 2 nach Gaffelei an den Fürstensteig, bevor es dann ins Montafon geht und wir dort mit euch noch einen Klettersteig machen werden. Und ich freue mich, wenn ihr wiederkommt zu Teil 2. Ich hoffe, euch hat dieser Vlog wieder gefallen und ihr schaltet wieder ein. Ihr könnt, wenn ihr möchtet, gerne ein Abo hier unten da lassen oder einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Ich freue mich, wenn ihr wiederkommt, wenn es wieder heißt, willkommen in unserem Zuhause.